Jo, hallo Freunde, hier mal ein kleiner Tipp für euch, die einen WTB-Hobo benutzen und die vielleicht das Problem haben, dass hier vorne was rausfällt. Und da kann ich jetzt euch einen ganz billigen Trick zeigen. Es ist zwar nicht optimal, aber besser als gar nichts. Und das schauen wir uns jetzt gleich einmal aus der Nähe an. Ja Freunde, wie gesagt, bei den Hobo passiert ja das gerne, dass hier leichter was rausfällt. Und dazu ist mir eigentlich nur eine ganze Kleinigkeit eingefallen. Und zwar das Gitter kann man ja entfernen. Ja, und hier seht ihr schon, ich habe hier auf der vordersten Position einen Schrauben mit zwei Muttern montiert. Ich sage euch auch gleich, warum es nur einer ist. Und zwar kann man das Blech jetzt so einsetzen, dass diese Schraube an der Vorderseite ist und das Ganze verhindert etwas, ich sage nochmal etwas, damit hier auch die Asche nicht so schnell rausfällt. Das Problem ist, wir könnten natürlich hier mehrere Schrauben montieren, aber verwenden wir das Teil mit dem Rand hier, geht sich das hier nicht mehr aus. Daher habe ich jetzt einmal nur eine Schraube verwendet und das werde ich jetzt dann einmal auch testen, wenn ich unterwegs bin, und dann gibt es einen neueren Erfahrungsbericht. Wie gesagt, eine Schraube hier montiert mit zwei Muttern und ihr kennt mich, ich schlage auch gleich mal zwei Fliegen mit einer Klappe, sollte ich hier mal einen Schrauben verlieren, dann kann man diesen natürlich ausbauen und als Standfuß verwenden. Somit hat man immer einen zweiten in Reserve und auf jeden Fall ein bisschen einen Rausfallschutz, nenne ich das einmal, weil viel mehr ist es das nicht. Klar, man könnte hier auch einen höheren Schrauben verwenden, aber wie gesagt, ich werde das jetzt einmal testen und schauen, was bringt. Ja, Freunde, in diesem Sinne, ich hoffe, das hilft euch eine Kleinigkeit und sage einmal wieder Danke und man sieht sich.